Hallo an alle, die sich für Sprichwörter und Redewendungen interessieren. Heute geht es um das Thema Zeit. Das erste Sprichwort lautet: Wer langsam fährt, kommt auch in die Stadt. Ein Beispiel: Uwe und Sabine haben eine neue Wohnung. Sie streichen die Wände. Sie malen die Wände mit Farbe. Sabine: Warum bist du noch nicht fertig mit der Wand? Beeil dich! Uwe: Ach Sabine, wer langsam fährt, kommt auch in die Stadt. Wir haben doch Zeit. Ich mache alles langsam und gründlich. Dann wird es auch schön und hält lange. Beispiel 2: Clara hat ihre Abschlussprüfung nicht bestanden und muss sie wiederholen. Sie ist so deprimiert. Ihre Freundin sagt: Ach Clara, das ist doch nicht so schlimm. Du bist noch jung und du kannst dich jetzt gut vorbereiten. Beim nächsten Mal bestehst du die Prüfung ganz bestimmt. Wer langsam fährt, kommt auch in die Stadt. Am Ende zählt nur, dass du die Prüfung bestehst, egal wie lange es dauert. Das zweite Sprichwort: Die Zeit heilt alle Wunden. Etwas ist in deinem Leben passiert. Du bist traurig und musst immer daran denken. Du bist durch die Prüfung gefallen, du hast Geld verloren oder dein Freund hat dich enttäuscht. Die Zeit heilt alle Wunden. Hab Geduld, nach einiger Zeit wirst du wieder fröhlicher werden. Unser Beispiel: Max hat sich von seiner Freundin Julia getrennt. Julia klagt: Nie wieder werde ich mich verlieben. Das ist so schrecklich. Ich will nie wieder einen Freund. Ihre beste Freundin Anna meint: Ich verstehe dich, Julia. Ich habe auch schon mal diese Erfahrung gemacht. Liebeskummer tut weh. Aber jetzt denke ich schon seit Jahren nicht mehr daran. Die Zeit heilt alle Wunden. Beispiel 2: Herr Albert hat vor einigen Jahren Aktien gekauft. Leider hat er dabei viel Geld verloren. Er ärgert sich immer noch darüber. Hätte ich das bloß nicht gemacht, es ist eine Katastrophe. Da sagt seine Frau zu ihm: Das ist jetzt 4 Jahre her. Inzwischen geht es dir finanziell doch wieder gut. Ärgere dich nicht mehr. Die Zeit heilt alle Wunden, auch die im Geldbeutel. Eine ähnliche Bedeutung wie das vorige hat dieses Sprichwort: Kommt Zeit, kommt Rat. Du hast ein Problem, für das es im Moment keine Lösung zu geben scheint. Wie sehr du auch darüber nachdenkst, es fällt dir nichts ein, was du tun könntest. So ein Sprichwort kann vielleicht Trost geben und zur Geduld auffordern. Nicht jedes Problem wird schnell gelöst, die meisten eher langsam. Ein Beispiel: Angelika ist 16 Jahre alt und möchte eine Ausbildung machen. Sie denkt: Was soll ich am besten machen? Soll ich Krankenschwester werden?
da gibt es Nachtschicht. Und das finde ich nicht gut. Wenn ich später eine Familie habe, kann ich nicht nachts arbeiten. Ich könnte Sekretärin werden, aber für diese Ausbildung muss ich in eine andere Stadt ziehen. Ich würde lieber hier bleiben. Für diese Entscheidung muss sich Angelika wirklich Zeit nehmen. Es gibt immer Plus- und Minuspunkte. Nach einigen Wochen trifft Angelika eine Freundin, die ihr erzählt, dass sie eine Ausbildung zur Erzieherin macht. Das möchte sie auch und findet einen Ausbildungsplatz. Kommt Zeit, kommt Rat. Ein weiteres Sprichwort: Morgenstund hat Gold im Mund. Wer früh aufsteht, hat mehr von seinem Tag, kann mehr machen. Wenn man mehr arbeiten kann, verdient man mehr Geld. Viele Menschen haben auch morgens die meiste Energie und die besten Ideen. Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Manche sind Nachteulen und haben ihre beste Zeit am Abend. Sprichwörter passen nicht immer zu allen Menschen. Schreib mir doch bitte, ob du ein Frühaufsteher oder eine Nachteule bist. Ich bin auf jeden Fall ein Frühaufsteher und arbeite am liebsten morgens. Ein weiteres Sprichwort sagt: Morgens wie ein König, mittags wie ein Edelmann, abends wie ein Bettelmann. Von diesem Sprichwort gibt es verschiedene Varianten. Manche sagen morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König. Aber gemeint ist, morgens soll man viel essen, mittags mittelmäßig und abends wenig. Allerdings wird das heute nicht von allen Ernährungsexperten empfohlen. Auch hier kann man sagen, Sprichwörter passen nicht zu allen Menschen gleich. Hier kommt ein Beispiel. Tim sagt beim Frühstück zu seiner Frau: Ich habe so schlecht geschlafen. Die ganze Nacht habe ich mich herumgewälzt und konnte keine Ruhe finden. Warum wohl? Seine Frau meint, vielleicht hat es etwas mit dem Geschäftsessen gestern Abend zu tun. Dein Kollege hatte dich doch eingeladen. Ja, das kann sein. Ich habe luxuriös gespeist mit 5 Gängen und mit viel Fleisch. Du kannst recht haben. Denke daran, morgens wie ein König, mittags wie ein Edelmann, abends wie ein Bettler. Wie sind deine Erfahrungen dazu? Ein weiteres Sprichwort lautet: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Herr Walter ist Versicherungskaufmann. Er hat noch einige Termine, aber heute hat er keine Lust auf seine Arbeit. Er sagt die Termine ab und geht ins Schwimmbad. Am nächsten Tag ruft er den Kunden wieder an und möchte einen neuen Termin machen. Doch dieser sagt: Ich habe schon eine Versicherung bei einer anderen Gesellschaft abgeschlossen. Ups, der frühe Vogel fängt den Wurm. Jetzt kommt er zu spät. Ein weiteres Sprichwort: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
Erst am Abend kann ich sagen, war der Tag gut oder nicht so gut. Frau Schmidt verkauft heute sehr gut in ihrem kleinen Modegeschäft. Sie denkt, das ist mal ein guter Tag, viele Einnahmen. Am Nachmittag zieht ein Gewitter auf und plötzlich ist niemand in der Stadt unterwegs. Am Abend liegt der Umsatz unter dem Durchschnitt. Sie hat sich zu früh gefreut. Hier habe ich noch mal kurz aufgelistet die 7 Sprichwörter und Redewendungen. Die werde ich aber nicht noch mal vorlesen, das könnt ihr selbst machen. Tschüss für heute, bis zum nächsten Video.